wir sind im Urlaub. Wir fahren gerade Auto. Wir sind in Norwegen. SJW. Perfekt. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg zu unserer ersten Wandertour und Kim fährt fleißig. Eine großartige Fahrerin, das ist sehr gut. Auf SJW. Genau, das ist wichtig. Und ich werde wahrscheinlich eh schon so ein paar Bilder hier gleich einschneiden mit ganz vielen, oh mein Gott, das ist so schön. Das ist gerade ein bisschen Schnee, aber es ist so unfassbar schön. Ich habe gerade schon ein paar Schnittbilder gemacht, die ich euch gleich zeigen werde. Gestern angereist, super lange Reise. Naja, super lang. 9 Stunden oder so. Aber es hat ein Stückchen gedauert. Ich habe Handschuhe an, ich habe eine Mütze an, ich habe eine bunte Hose an, quasi, damit sie mich wiederfinden. Die Reisetruppe. Wir sind zu viert hier. Wir gehen übrigens auch gerade komplett am Wasser. Aber ich kann nicht in die Richtung gucken, weil da haut es mir Schneeflocken ins Gesicht. Guten Morgen, heute ist Tag 2 dieser großartigen Norwegen-Reise. Ja, dann haben wir das Auto schon freigekratzt und heute ist ein sehr, sehr klarer Tag. Hatten wir davor noch nicht und das ist so schön. Für heute ist der Plan, dass wir so ein bisschen am Meer entlang fahren und dann noch ein bisschen wandern. Ich nehme euch natürlich mit. Ja, vielleicht gibt es nachher nochmal ein Update. Das hier ist übrigens vor unserem Haus, also die Einfahrt zu unserem Haus. Und es geht gerade die Sonne auf und es ist so unfassbar schön. Guckt euch das mal an. Wilde Rentiere gefunden. Wir sind gerade ausgestiegen und haben Hufspuren entdeckt. Okay, also eigentlich haben wir die Rentiere auch schon gesehen. Aber jetzt hat Martin mir gerade Hufspuren gezeigt. Das ist super cool, denn da drüben sind Rentiere und das ist einfach mega die traumhafte Kulisse. Guckt euch das mal an. Guckt euch. Martin ist gerade voll eingesunken. Das ist nämlich ein bisschen gemein. Der Schnee sieht teilweise gar nicht so tief aus, wie er dann am Endeffekt ist. Ich habe da vorne nur ein fast aufs Maul gelegt, eine schöne Fotofilm-Dings gesehen, deswegen wollte ich da hintuckern. Und zufälligerweise steht da auch ein Rentier.
Guten Morgen, wir werden gleich auf diesen Berg da oben rauffahren. Das ist derselbe Berg, mit dem wir gestern schon Bekanntschaft gemacht haben. Denn da waren wir oben, diesem leuchtenden Dingsi da. Das ist nämlich ein Café. Wir werden das Ganze machen mit Schneeschuhen. Die haben wir uns gestern nämlich noch ausgeliehen. Kim und Mary sind schon fleißig am Packen. Ja, hier. Ich habe die Zeit einfach mal genutzt, um zu vloggen. Und gleich werde ich noch ein Parkticket ziehen, denn tatsächlich kann man auch in Norwegen ein Parkticket bekommen. Wir haben den Automaten gestern nämlich einfach nicht gesehen und auch nicht verstanden, dass man ein Ticket lösen muss. Das war ein bisschen ungünstig, aber ja, jetzt wissen wir auch, wie viel ein Parkticket. Jetzt wissen wir auch, wie viel ein Parkticket in Norwegen kostet. War auch eine Erfahrung wert. Wir nehmen einfach alles mit. Und wir gucken gleich mal, wo der Aufstieg ist, denn das wissen wir noch gar nicht. Ich werde euch so ein bisschen unterwegs mitnehmen. Wahrscheinlich werde ich nicht viel reden. Ich bin nämlich mit Keuchen beschäftigt, aber oben werde ich mich dann wahrscheinlich wieder melden. Wir haben Schneehühner gespottet. Sie sind unfassbar süß und der Himmel ist unfassbar krass. Meine Haare sind einfach eingefroren hier an den Spitzen. Holy shit. Drum und dran und es ist mega schön. Hinter mir ist gerade noch die Sonne zu sehen. Aber die geht gleich auch schon wieder unter. Ich weiß gerade gar nicht, wie spät es ist. 12 oder so? Zwei geht sie unter. Da ist Kim. Oh ja, Marti schnallt sich hier gerade ihren Grip an. Und ich zeige euch gleich mal ein bisschen den Ausblick. Guten Morgen, heute gehen wir Husky-Schlitten fahren und ich freue mich so sehr. Hinten ist noch unser Rafa-Armer dabei und ja, wir sind gerade angekommen. Ich weiß gar nicht, was ich euch sagen wollte. Ich wollte einfach filmen und sagen, dass wir jetzt Husky-Schlitten fahren gehen. Ich mich freue und euch mitnehmen werde. Wir haben hier sogar so wunderschöne Michelin-Männchen-Anzüge bekommen, damit es nicht kalt wird. Das ist mich echt arschkalt. Ich zeige euch das einfach mal anhand der anderen. Ich sehe ganz genauso aus. Ne? Wir haben alle genau das an. Oh ja, perfekt, perfekt. Wunderschön, wir haben also Schuhe bekommen und diesen Schneeanzug. Und da hinten ist auch Kim. Könntest du einmal laufstegmäßig? Ja, perfekt. Ja, sehr gut. So werden die Hunde übrigens gehalten. Da sitzen die und warten und wir dürfen sie gerade streichen. Die sind alle so unfassbar freundlich. Das ist total süß. Guck mal. Total süß. Sind alle extrem menschbezogen, extrem freundlich, super lieb und unfassbar süß. Guckt euch das mal an. Wie kann man denn so ein Goldstück sein? Kim hat sich gefühlt auch schon in 20 Hunde verliebt und möchte alle mitnehmen. Die haben hier ungefähr so 200 Hunde und der eine oder andere hat drei oder mehr Hunde, die ihm gehören hier.
von den Mitarbeitern. Und die gucken halt auch zum Beispiel, wenn die Hunde keine Lust mehr haben auf Schlittenfahren, dann werden die so ein bisschen mehr domestiziert und kommen mit ins Haus und werden darauf vorbereitet, dass eben jemand die zu sich nimmt und ihnen dann ein schönes weiteres Leben beschert. Also super cool, auch wenn es ungewohnt ist, das zu sehen, dass sie draußen an so Hütten angeleint sind. Aber man sieht ja, also hier überall werden die gerade so ein bisschen gestreichelt. Das wird sich drum kümmern. Da ist jetzt alles, was heißt vorbei, stimmt nicht. Aber wir sind noch auf dem Hof. Und jetzt gibt es Tee, Kaffee, heiße Schokolade, ein offenes Feuer und ein bisschen Essen. Ist mega cool. Und es ist, keine Ahnung, ist einfach so perfekt. Alles macht so viel Spaß. Und sie ist auch sehr glücklich und du bist auch glücklich. Das ist einfach schön und großartig. Und ich würde es quasi jedem empfehlen, der Lust auf Hunde und Natur hat, und es war einfach traumhaft. Das ist, by the way, unser Airbnb. Ich wollte euch das irgendwie die ganze Zeit zeigen, hab's aber vergessen, und jetzt ist letzter Tag und Abreise. No? Ich glaube, meistens macht man das am Anfang eines Videos. Heute nicht. Das ist auf jeden Fall der Eingangsbereich. Das ist die Eingangstür, da kommt man rein. Hier findet sich ein Hauswirtschaftsraum. Ich mach den einmal kurz auf. Da sind Sachen drin wie Müllbeutel oder Waschmittel und so Kram. Da drüben ist das Bad, da ist gerade Kim drin, das heißt, ich zeige euch das später. Vielleicht möchte Kim, können wir kurz rein? Können wir uns das kurz angucken, das Bad? Ja, ist halt unspektakulär. Da haben wir die letzte Zeit gehaust, gelebt. Gehaust! Dann kommen wir zu Martis kleiner Gefängniszelle. Hey! Marty hat nämlich im Kinderzimmer geschlafen. Genau da, unter dem Fenster. Der Ausblick ist unfassbar schön. Ja! Es geht hier gerade noch um ein paar organisatorische Geschichten. Das war Raffas Bett, aber Raffa hat sich dann dazu entschlossen, auf der Couch zu schlafen, die ich euch auch gleich noch zeigen werde. Hier habe ich zusammen mit Kim geschlafen. Das war meine Seite, das war Kims Seite. Und dieser Raum hat erstens einen Riesenspiegel, hallo. Und zweitens irgendwie so ganz weirdes, fancy, riesengroßes Kallax. Ich weiß nicht, was das ist. Es sind viele Schränke nebeneinander. Es ist riesig. Man kann hier auf jeden Fall viele Klamotten unterbringen, wenn man möchte. Das ist übrigens auch ein riesen Schiebeschrank, den ich gerade fast geschrottet habe, als ich meinen Koffer dagegen genommen. Das ist mein Koffer. Dagegen gewumst habe, aus Versehen. Ja, und hier hat sich Rafa breit gemacht. Da hat er genächtigt. Marty hat hier gerade die Tür aufgerissen und ich glaube, sie macht einen guten Morgenpost oder so. Und das hier war unsere Essensecke. Influencers in the Wild. Das war Martys, glaube ich, meistgesagter Satz in dem Urlaub. Und hier drüben ist ein Rafa, der hier gar nicht drin sein will in diesem Video. Jetzt ist er raus. So, und das ist die Küche. Die ist eigentlich ganz cool. Die ist ganz schön. Oh, Schuh, voll vergessen. Es gibt diese unfassbar stabile und total vertrauenswürdige Leiter und ich kletter da jetzt, ach du Scheiße, Mami, mit einer Hand hoch, ist kein Problem, nicht. Es ist total einfach. So, Moment. Das hier gibt's auch noch. Voll vergessen, man kann hier hoch und dann gibt's so eine Chill-Area mit ganz vielen Büchern und DVDs, glaube ich, sind da auch ganz viele, aber es gibt keinen DVD-Player. Ich habe mich dazu entschlossen, euch die Sauna von außen zu zeigen. Das rote Licht ist gerade übrigens von dem Auto. Wir packen nämlich gerade und sind eigentlich schon quasi gone. Aber da drin ist eine Sauna und ein kleiner Vorraum, in dem man sitzen kann und saunieren kann. Nicht ganz meins. Dann gibt es noch eine Grillstelle. Ein bisschen weiter unten seht ihr einen zugeschneiten Hot Tub. Ich weiß nicht so genau. Also mega schönes Airbnb. Ich werde mich jetzt mal daran beteiligen, das Auto freizukratzen. Denn wir versuchen gerade, das hier alles zu machen. Und Kim kämpft mit dem Tankdeckel, denn das ist die heutige Challenge. Wir müssen noch tanken, bevor es losgeht. Aber ich werde mich jetzt darum kümmern und dann haben wir das. Ja, das war's aus Norwegen, ne? Danke. Tschüss! Schreibt in die Kommentare. Perfekt, Marty.